wie man Bischof wird, das ist ganz, ganz unterschiedlich. Ganz früher konnte das ganz einfach sein. Wenn die Gläubigen meinten, der da, der kann's, dann war der Kandidat fällig. Dem heiligen Augustinus soll's so ergangen sein. Und dem heiligen Ambrosius. Und sogar einem, der partout nicht wollte. Genau, der mit dem Pferd und dem Mantel. Wollte sich sogar im Gänsestall verstecken. Keine Chance. Voilà, der neue Bischof von Tours. Dass sie ihn verpfiffen haben, hat er den Viechern übrigens nie verziehen. Später wird's dann komplizierter mit der Bischofswahl. Die Herrscher wollen entscheiden, wer Bischof wird. Denn ein Bischof hat Macht und Einfluss. Aber auch der Papst will mitreden. Schließlich ist Bischof ein geistliches Amt. War in der Geschichte übrigens ein ziemliches Gerangel zwischen Päpsten und Königen. Erst im 11. Jahrhundert klärt sich, ein kirchliches Amt wird natürlich von der Kirche besetzt. Aber auch die will mitbestimmen. Die Ortskirche. Denn der neue Bischof wirkt ja in ihrem Bistum. Ist in Deutschland eigentlich bis heute so. Ist ein Bischof zu wählen, haben irgendwie alle drei was zu sagen. Der Papst, die Ortskirche, der Staat. Ist alles ganz genau geregelt, in besonderen Verträgen zwischen Kirche und Staat. Danach sind zunächst die am Zug. Sie tauschen sich sowieso regelmäßig aus. Wer käme denn überhaupt in Frage für ein Bischofsamt? Die Priesterweihe muss ein Kandidat natürlich haben. Und mindestens 35 Jahre alt sein, seit 5 Jahren Priester und schlau, am besten mit Doktortitel. Und mit ordentlicher Lebensführung. Ein ziemlicher Contest, vor allem, wenn's wirklich ernst wird. Dann meldet die Ortskirche, genauer das Domkapitel des Bistums, die Kandidaten nach Rom, die für das Bistum aktuell als geeignet gelten. Darunter kann übrigens auch ein Bischof sein. Einer der eigenen Weihbischöfe oder ein Bischof aus einem anderen Bistum. Entweder der Papst entscheidet dann, wer der neue Bischof werden soll, vorausgesetzt der will. Oh yeah. Oder aber der Papst prüft die Vorschläge, verwirft vielleicht welche, fügt vielleicht welche hinzu und schickt schließlich eine Auswahl von 3 Namen ans Domkapitel zurück. Nun entscheidet das Kapitel. Der soll es sein. Vorausgesetzt, der will. Oh yeah. Und nun kommt der ins Spiel. Bevor der Name des neuen Bischofs veröffentlicht werden kann, wird geprüft, ob die jeweilige Landesregierung etwas Schwerwiegendes gegen den Kandidaten einzuwenden hat. Ist das nicht der Fall, überträgt der Papst dem Auserwählten sein Amt nun ganz offiziell. Tada! War der neue bislang noch nicht Bischof, wird er natürlich zuerst noch dazu geweiht. Jetzt kann der neue Bischof sein Bistum endlich übernehmen. Das allerdings ist manchmal ziemlich groß und anspruchsvoll. Schwierig, das ganz allein zu führen. Für den Fall kann ein Bischof Unterstützung kriegen. Muss er dann mit dem Papst klären, wer geeignet ist, ihm zu helfen. Als Auxiliarbischof, bei uns meist Weihbischof genannt.